Aloha, liebe Katzenberger-Freunde! Herzlich willkommen zur neuen Folge von My Kaffee Katzenberger diese Woche. Ich starte direkt mal mit der Daily Login-Verlosung. Mal gucken, was wir heute hier aus dieser Folge machen. Ich habe mir ein bisschen was ausgedacht. Oh, 15 Mal Paprika gewonnen. Schön. Ich glaube, irgendwie weiß das Spiel ganz genau, was ich gerade nicht habe. So. Hallo Epic Leilani, hol dir einen Helfer auf 4 Pfoten für dein Café. Ab Level 12 kannst du dir nun den knuffigen Mops als treuen Begleiter erwerben. Kümmere dich gut um deinen neuen fälligen Freund, denn dann rennt er in den Garten und buddelt eifrig nach Geschenken. Alle Informationen zu den heutigen Änderungen findest du im Ankündigungsbereich des Forums. So, den Tigersessel, den kennen wir. Ja, die liebe Daisy war da. Vielen Dank, liebe Daisy. Ich habe schon ein bisschen Schiss gehabt, weil ich brauchte nämlich nur noch 40 Punkte. Und ich habe schon ein bisschen Schiss gehabt, dass ich hier heute Morgen wieder die 40 Punkte abkassiere. Und ja, dann ist alles fertig. Dann habe ich direkt den Level up. Und ja, jetzt können wir erstmal uns schön darauf vorbereiten. Erstmal gucken, was hier so los ist. Diese drei Sachen holen. Tagt wieder ein bisschen. Ja, ich weiß. Ja. Ich habe in der letzten Folge total vergessen, die Mails vorzulesen, die ich bekommen habe. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich werde jetzt erstmal hier die Aufgabe starten und mal schauen. Kassiere 12 Gäste ab. Okay, einen. Ich glaube, wird knapp. Könnte knapp werden. Also mal sehen, was die alle haben möchten. 1, 2 haben wir. 3. Der Kaffee Colony Share ist fertig. Das ist auch alles fertig hier. Ja, und damit haben wir Level 21 erreicht. Ab jetzt können wir die Nudelmaschine machen. Sehr cool, da werde ich jetzt gleich mal gucken, was sie kostet. Der weiße Lattenzaun ist für uns verfügbar jetzt. Und das Wasser, Nudeln, okay, vielleicht sind das andere Nudeln. Und die Gemüselasagne und das T-Shirt in Pink. Wow, Dani, Holzvorlöten, ey. Das sieht ja noch krasser aus. Okay, vielen Dank, schön. Level 21, wir brauchen jetzt 2030 Punkte bis zum nächsten Level ab. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob die Leute Eierkuchen, das fällt, glaube ich, auch noch in, 12 Minuten. Ich glaube, die brauchen 4 Minuten oder so für den Eierkuchen. Wir haben eine neue Nachricht, ich denke mal, das wird die vom Level ab sein, aber ich muss unbedingt dran denken, heute die Nachrichten vorzulesen, die ich bekommen habe. Weil da sind nämlich unter anderem von Daisy habe ich eine bekommen, die war sehr interessant. Die hatte ich letztens schon da, Neragufin, nicht gerade. Kaffee konnte ich ja. Aber ich habe die halt vergessen vorzulesen. Und von der Cookie haben wir einen Witz. Ja, habe ich zwar angepriesen letztens, aber irgendwie habe ich das wieder vergessen. Ja, so bin ich nun mal. Vegetarisch Paella passt mir auch gerade nicht. Hackbraten auch nicht. Eierkuchen. 2, 4, 5, 6, 12 Stück sollten das, ne? Sollen wir mal schauen. Ah, ich glaube, die Nudeln gehen auch noch. Da, die Paella. Ich weiß nicht, wie lange die Leute essen. Ich möchte jetzt gerne ganz gerne erstmal die Leute, wo ich ganz genau weiß, dass die nicht so lange futtern. Aber ich glaube, wir müssen dann doch noch den einen oder anderen dann bedienen. Eierkuchen, ganz schnell. Und hier auch nochmal Eierkuchen. Ja, und dann bedienen wir die anderen. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es. Zack, zack, zack. Beeilung, Dani. Ich habe keine Zeit heute. Eierkuchen. Wir haben noch keine Zeit. Wir haben noch keine Zeit. Ich habe vorhin, heute hat das irgendwie mit dem Unity Webplayer ein bisschen länger gedauert hier. Ich sitze dann da immer davor und dann, ja, fange ich an zu singen und hast du nicht gesehen, da habe ich wieder einen coolen Song mir ausgedacht über den Unity Webplayer, aber ich habe es direkt wieder gelöscht. Ich dachte mir, okay, vielleicht für die nächsten Outtakes mal ganz cool. Ja, und dann musste ich die nächste oder City-Spur anlegen und dann habe ich wieder vergessen, dass ich das eigentlich für die Outtakes haben wollte, ja. Naja, nicht schlimm. Irgendwann werden wohl genug Outtakes da sein. Ach, vielleicht sollte ich mal wieder ein bisschen, ein paar Minuten hier überbrücken. Und dann kommt schon der eine oder andere Outtake. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Nee. 8 Minuten 2. Okay, hätten wir von Anfang an bedienen können. Ich habe irgendwie in Erinnerung gehabt, dass das so lange dauert, aber dann scheinbar nicht. Auch cool. Gestern Abend war ich mit der Piercing-Maus im TS und ja, die hat mich dann daran erinnert, Leilani, warst du heute schon beim Café? Ich habe noch gar keine Pünktchen von dir erhalten. Ja, und dann mal ganz schnell, also sonst hätte ich das wieder verpeilt mit dem Login-Bonus, also Wahnsinn. Ist ja nicht so, dass ich dieses Spiel nicht gerne spiele, aber ich habe im Moment einfach keine Zeit.
Ich bin den ganzen Tag irgendwelche Folgen am Bearbeiten und ich mache mir gerade einen ganzen Rutsch von neuen Outros. Für Kaffee Katzenberger ist ja schon ein neues Outro. Ihr werdet es hinter dieser Folge, werdet ihr ja die Premiere des neuen Katzenberger Outros sehen. Ist nichts Spektakuläres. Bisschen Musik, ein schickes Bild und ja, paar Links zur ersten Folge und ich glaube, direkt zum Abonnieren war das. So, jetzt gucke ich mal vom System. Da ist sie, genau. Schön. So, wo ist sie? Hier war Daisy mit Servus. Hier eine Liste für das Katzenberger Café. Änderungen, wenn man Getränke serviert, nicht auf Tellern, sondern im Glas servieren. Schön, das war auch einer von meinen Tipps, die ich gegeben hatte. Weiß ich ganz genau, aber ich bin ja nicht die Einzige, die so gute Tipps hat. Ne? Ich denke mal, da werden bei Abjas einige Sachen ankommen. So, mehr Fußböden und Wände, sehr nice. Ich denke, dieses Kaffee-Katzenberger-Spiel ist ein Spiel für die Zukunft, ganz ehrlich. Also, solange die Dani nicht in Vergessenheit gerät, wird auch dieses Café nicht in Vergessenheit geraten. Anders als vielleicht diese ganz normalen Cafés, ne? So, Reduzierung von Katzengold für Freischaltungsgegenstände. Wenn ihr jetzt sehen würdet, ich bin mir gerade mit dem Finger unter mein Auge am Fassen und es am Runterziehen. Schön, sehr nice. Also Leute, ihr nehmt ja echt was an von dem, was man hier so sagt. Geschenke für Freunde machen können, da ist es. Oh, geil, also dieses Spiel, das wird immer geiler. Vielen Dank an Abjas, dass ihr euch so viel Mühe gebt und ja, dass ihr das immer schmackhaft machen wollt. Ich habe es gerade auch schon bei Empire gesagt. Die sind genauso, ne? Also die, ich finde es super, was so Spieleentwickler alles auch für die Leute tun, ne? Die das Spiel spielen. Und ich glaube, die hören sich das auch wirklich an, wenn man irgendwie Verbesserungsvorschläge hat. Vielleicht haben die ab und zu mal so ein Brainstorming, so ein Meeting, so wie wir das bei Epic Movie Entertain auch mindestens einmal in der Woche machen. Weil wir möchten ja auch weiterkommen, auch wenn jetzt gerade auf dem Kanal nichts läuft. Aber da sind einige Sachen geplant und ja, wir schauen halt immer, dass wir euch unterhalten können. Entertaining, ne? Deswegen Epic Movie Entertain. So, mehrfarbige Theken statt nur rosa. Oder soll er Theken heißen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke schon. Mehr Auswahl. So, mehr fällt mir momentan nichts weiter ein. Tada, tschüss, servus, bussi, deine Daisy. Ja, vielen Dank, Daisy. Finde ich super, dass du das jetzt rausgesucht hast, weil ich hatte ja letztens erzählt, dass ich nicht wirklich Zeit in letzter Zeit habe, um ins Forum reinzugehen. Ich würde natürlich viel lieber solche Ankündigungen dann auch machen. Ja, aber ich denke mal, wenn ich jetzt Abjas schreiben würde, schickt mir mal so ein Update, dann lese ich das vor oder so. Weißt du, ich bin ja nicht, was weiß ich, bin ja nicht Gronkh oder so. Bei Gronkh würden sie das wahrscheinlich machen, aber nicht bei Epic Leilani, die 150 Abonnenten hat und vielleicht 30 Klicks auf ihren Videos von Kaffee Katzenberger. Das wäre halt cool, wenn Daisy das halt ab und zu übernehmen könnte. Das würde ich sehr feiern, meine liebe Daisy. Oder Piercing Maus könnte mir vielleicht da auch ein bisschen unter die Arme greifen. Übrigens, apropos Piercing Maus. Die Piercing Maus, ihr lest es hier, könnt ihr dann direkt entweder jetzt notieren oder dann später das Video nochmal ansehen. Die sucht händeringend Freunde, aber ich sag euch knallhart, das Mädel, die Frau, die Dame, die ist knallhart, wenn du wirklich 5 Tage hintereinander nicht in ihrem Café warst und die besucht hast, dann schmeißt die dich wieder runter von der Liste. Finde ich ganz gut. Sie hat da ein Ziel. Sie möchte natürlich die Punkte, die sie vergibt, möchte sie auch erhalten. Kann ich nachvollziehen. Finde ich ja auch. Also ich habe ja auch schon einmal aussortiert bei mir. Ja, und das ist eine ganz nette. Also die kommt wirklich auch täglich mehrmals besuchen. Und macht viel in ihrem Café, ist da sehr aktiv. Ja, und wenn ihr Bock auf die Piercing-Maus habt und ja noch einen Platz in eurer Freundesliste habt, dann addet euch doch mal. Also super, die schreibt auch ab und zu mal Mails und so, mit der könnt ihr in Kontakt treten. Die hat auch selbst einen eigenen Let's Play-Kanal. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wie der heißt. Müsstet ihr da mal selber gucken oder fragt sie doch mal. Ja, sie hat jetzt gerade ganz frisch angefangen mit dem Let's Playen. Und ja, vielleicht interessiert euch ja das eine oder andere, was sie macht. Ich glaube, Katzenberger ist nicht dabei, aber vielleicht überlegt sie sich es ja nochmal. So, okay, Anne Sunny. Ich glaube, das hatte ich nicht vorgelesen letztens. Hey Leilani, ich bin ein Riesenfan von dir und würde gerne hier dein Freund werden. Bei mir steht aber, dass du keine Freunde mehr annehmen kannst. Finde ich schade. Da kann man wohl nichts machen. Liebe Grüße, Anne. Ja, liebe Anne,
Es tut mir natürlich sehr leid. Ich habe im Moment wirklich... Oh, ich muss mal eben die Leute hier abkassieren. Ich habe im Moment keinen Platz, genau. Ich hatte ja eine, die stand so auf der Kippe. Die kam dann so unregelmäßig besuchen und so. Aber ich glaube, sie hat es jetzt geschnallt oder hat es jetzt kapiert, dass ich sie sonst von der Liste hätte kicken müssen. Und ja, sie kommt jetzt wieder regelmäßig besuchen, was ich wirklich gut finde, weil ich mag natürlich auch niemanden einfach so von der Liste kicken. Ja, wenn ich wieder einen Platz frei habe, dann hab ich mir notiert hier deinen Namen und dann wirst du die Erste sein, die ich dann mit adde. Oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kommt ja irgendwann mal so ein Update, dass wir mehr Freunde haben können. Ich weiß, mit Katzengold und Premium und so kann man das, aber habe ich ja nicht. Und ja, wenn irgendwann auf jeden Fall ein Platz frei ist bei mir, dann bist du die Erste. Gut, alles klar. So, dann haben wir jetzt, bedienen wir mal kurz hier eben. So, Ragout Finn. Oder erstmal können wir hier abgreifen. Komm, Ragout Finn bringt sie ja eh. Gut, dann gehen wir mal wieder in die weiteren Nachrichten. Dann habe ich hier noch einen Witz. Ach so, das war hier. Oh ja, und bevor ich es vergesse, ich bin neu hier. Deswegen bin ich auch erst Level 5, aber das kommt ja schon. Ich wünschte, wir könnten hier immer schreiben und hier Freunde werden. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte dir zurückgeschrieben beim letzten Mal. Ja, hatte ich gemacht. Bis jetzt kam noch nichts von ihr wieder. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie ja doch nicht so viel Spaß am Spiel oder so. Auf jeden Fall grüße ich dich von hier aus nochmal. Und wie gesagt, ne, mit der Freundesliste weißt du Bescheid. So, jetzt kommen wir zu lieben Cookie-Kuchen. Und sie schickt uns wieder einen Witz. Was sagt ein Fisch, wenn er eine Wasserallergie hat? Antwort, Hatschi. Okay, danke Cookie-Kuchen für deinen Witz. Ja, ich freue mich schon auf den nächsten, wie immer. Und jetzt werden wir mal zu unseren... Nee, Moment. Mir fehlt noch einer. Oh, oh. Oh, 6 Sekunden, okay. Oh, meine Stimme geht gerade weg. Muss mal kurz einen Schluck trinken. Kalter Kaffee, yam, yam. So, schön. Die Aufgabe haben wir auch erledigt. Haben wir 30 Punkte für bekommen. Sehr nice. Ja, klicken wir weg und dann gehen wir mal zu unseren Freunden. Gehen wir mal von vorne. Erstmal bei der schönen Coolen. So, boah, dieses Café ist auch der Hammer. Ich brauche eigentlich nie bei ihr darüber gehen, weil hier kann man eh nicht so viel abgreifen. Verstehe ich eigentlich gar nicht. Ich meine, sie hat wahrscheinlich dann nicht so viel Zeug hier rumstehen. Dieser Boden von Ramborn, der ist auch super geil, der neue Boden. Passt jetzt natürlich so optisch nicht so wirklich zu dem ganzen pinken Zeug hier. Aber ich finde die Steinmauer, die passt jetzt richtig gut. Und auch hier, ne, die Wand und so. Also das sieht echt geil aus, wirklich. Aber jetzt beißt es sich halt ein bisschen mit hier vorne dem Grauen, ne? Aber wenn man jetzt natürlich bald dann andere Theken bekommt, sieht es natürlich dann schon wieder anders aus. Oder vielleicht mal in eine andere Ecke oder so. Aber das sieht auch geil aus, ne? So was habe ich zu Hause auch stehen hier, diese Kübel. So, dann versuchen wir mal... Oh, Zitronen. Ich glaube, die hatte ich noch nicht. Ich muss mal schauen. So, NL-Rahm, Level 18 und super süßes Kaffee. Hier gibt's nix. Das und das. Okay, danke schön. Brittany. Hallo. Einmal hier. Ein Sternchen. Und ich hätte gerne Kartoffeln, aber die gibt's hier noch nicht. Dann gehen wir mal zu Cookie und schauen mal, was sie gemacht hat hier. Da steht auf jeden Fall ein Flaschenregal. Das werde ich auch mal schauen. So, dann gucken wir mal hier. Oh, Schokolade. Aber ich mache im Moment gar nicht so viel mit Schokolade. Vielleicht gibt's irgendwann mal ein Schokoladenfondue. Wow, Elfie hat die auch. Also ich muss gleich wirklich mal in den Shoppingbereich. Auch das sieht so schön aus. Wenn ich natürlich nicht wieder so ganz dolle überziehe, ne? Aber ich glaube, bisschen können wir gleich noch so, zack. Wenn nicht, dann mache ich einfach 2 Folgen draus, ne? Ihr seid mir ja nicht böse, wenn ich euch dann mal nicht begrüße bei einer Folge oder wenn ihr bei dieser ersten Folge hier keine Abmoderation habt. Ups, ich glaube, ich habe eins zu viel jetzt abgegeben. Oh, Little Bear ist auch schon 15. Nice. So. Oh, Hackfleisch, geil. Ich glaube, da habe ich auch wieder ein bisschen was angesammelt. Gestern haben mir die Punkte gefehlt. Ich habe nur noch 3. Leute, ich habe irgendwie zu viel abgegriffen hier. Dann oh, Daisy. Daisy hat einen Hund. Das glaube ich ja jetzt nicht. Daisy hat schon einen. Oh, wie cool. Okay, Eiswürfel. Oh, geil. Guckt euch das an. Der rennt hier rum, ey.
Hammer. Richtig cool und dann auch noch so ein hübscher. So, da werden wir auf jeden Fall gleich mal gucken. Ich bin schon ganz neugierig. What's up? Komm, what's up? What geht ab? What's up? Hat die Stehlampen hier und auch da draußen die Bar. Ich werde mal versuchen, Hackfleisch zu bekommen. Oh, geil, Rindfleisch. Boah, das ist richtig genial. Oh, hier sieht's auch super schön aus. Da war ich gestern Abend schon mal gucken, weil die Piercing-Maus, die sagte mir nämlich, geh mal gucken, ich habe umgestellt. Wahnsinn, oder? Also die hat wirklich Stil, das sieht man. Also richtig cool. Und das Café, das sieht auch, ja, wie soll ich sagen, das ist irgendwie so im Einklang, oder? Oder meine ich das nur? Dieses Regal finde ich auch geil. So, dann schauen wir mal. Sie hat jetzt mittlerweile hier zwei Fleischmaschinen. Ja, lohnt sich, ne? Geht ab. Und auch hier, oh, das sieht auch schön aus hier draußen. So, wir haben leider keine Punkte mehr. Wir gehen jetzt nach Hause und werden erstmal unsere Leute hier abkassieren. So, da sind auch schon neue Gäste gekommen. Zack. Und hier sauber machen und vegetarische Paella bringen. Da bin ich mal auf den Mops gespannt. Wo kommen wir da eigentlich? Moment. Zutaten. Auch fürs Spezial. Da ist er. Och Gott. Oh, Daisy, du hast aber. Ich meine, okay, 200 Deko-Punkte ist natürlich fett, ne? Abjas, bitte schenk mir doch diesen Hund. Bitte, 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 bitte. Ich will den Hund haben, aber ich kann nichts dafür ausgeben. Oh. Also wirklich, also 1000 Katzengold ist wirklich heftig. Ja, natürlich, wer gerne investieren möchte in das Spiel, na klar, aber jetzt überleg mal, ich kaufe hier Katzengold und muss dann in Empire, muss ich dann Rubine kaufen und also das wird zu viel. Sorry, dann werden wir halt keinen Hund haben. Ich habe schon keine Katze, jetzt kriege ich keinen Hund. Verdammt. Ich könnte echt gerade heulen. Also, ich möchte auch gerne alles haben hier. Ich kriege nie was, würde mein Sohn jetzt sagen. Die Kinder, die sind ja dann immer so, ne? Nie darf ich, gestern Abend auch. Luan möchte gerne ein neues Handy haben. Hier so ein, was hat er gesagt? Galaxy S, hast du nicht gesehen. Mama, mindestens ein Galaxy S3. Alle in meiner Klasse haben ein Galaxy S3 oder 4 oder ich weiß gar nicht, wie weit die mittlerweile schon sind. Ich sag, ja, okay, Luan. Weißt du, mittlerweile konnte ich ja immer sagen, so, nee, ist nicht. Und Internet und so am Handy, du bist 11 Jahre, das muss nicht sein, ne? Jetzt waren wir ja letzte Woche, hatte ich euch ja kurz erzählt, bei meiner Tante auf dem 90. Geburtstag, da rannten alle Kinder mit solchen Handys rum. Und mein Sohn stand daneben und hatte nicht, das tat mir dann natürlich leid, ne? Das hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet jetzt. Ja, dass ich vielleicht doch nicht so ganz, ja, immer so meine Linie immer so fahren muss. Wisst ihr, also ich bin der Meinung, dass natürlich der nicht alles haben muss, was der möchte. Ne? Dann würde ich aus dem Bezahlen gar nicht mehr rauskommen. Aber ja, so manche Meinungen haben die Eltern, sind dann auch so ein bisschen engstirnig dann, glaube ich. Und ja, ich versuche dann immer so ein bisschen mich vom Gegenteil so überzeugen zu lassen. Vielleicht dauert es bei mir immer ein bisschen länger, bis ich vom Gegenteil überzeugt bin. Das ist gut möglich. Aber ja, jetzt soll er dann halt so ein Telefon kriegen. Mal gucken, vielleicht verzichte ich dann, mir einen neuen Rechner zu kaufen oder so. Ich habe das jetzt erstmal zurückgestellt. Ja, aber ich möchte natürlich nicht, dass der irgendwie dann ja so dasteht, als wenn er nichts bekommen würde oder so, ne? Oder sich immer so zurückgesetzt fühlt, weil ja, er ist sowieso mit dem PC-Zeiten immer so eingeschränkt und ja. Naja, auf jeden Fall hat er mich jetzt soweit. Gut, ich glaube, wir sind durch. Nee, wir wollten noch shoppen gehen. Meine Lieben, dann mache ich das mal in der Sonderfolge. Ich werde jetzt hier gleich noch eine Folge dranhängen. Ihr werdet dann sehen, also vielleicht koche ich dann so ein bisschen oder so. Also irgendwas werde ich dann schon tun. Und werde dann auf jeden Fall mich mal eingehend hier mit unseren neuen Outfits und Zutaten und alles Mögliche werde ich mich dann. Ihr wisst, was ich meine, ja? Also bis gleich oder bis morgen. Ich weiß nicht, wann ich die Folge raushau. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüssikowski!